So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Kaltheim KZ Booster. 12 Cards. Set Booster gedruckt in Japan, aber auf Englisch. Deshalb diese komische Wrapper hier. Na, kriege ich das diesmal hin? Nee. Keine Chance. Alles Kacke hier. So, gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben ein Snow Art Plane. Oh, ziemlich hübsch. Snow Covered Island. Invoke the Divine. 3 Mana Instant. Wir zerstören Artefakte oder Verzauberungen und kriegen 4 Leben. Okay. Funeral Longbow. 2 Mana 3-3. Wachsamkeit Crew 1. Wenn ich 2 Mana 3-3 und Crew 1 sehe, kriege ich leichte Flashbacks. Smugglecopter. Beskir Shieldmaid. 2 Mana 2-1. Wenn sie stirbt, kriegt man einen 1-1 Human. Okay, nicht schlecht. Warhorn Blast. 5 Mana und alle Kreaturen kriegen +2/+1, die man kontrolliert, mit Vorteil. Das heißt, man kann die Karte für 2 Mana aus dem Spielfeld entfernen, vom Hand ans Exile, so ist richtig. Und für 3 Mana dann casten die Runde drauf, was sehr günstig ist. Story Seeker, 2 Mana 2-2 Lifelink. Dwarf Cleric. Nice. Noch ein Dwarf. Also wir haben hier so ein weißes Pack erwischt, weil Theme Booster sind ja gethemed. Weil es Set-Booster sind. Alter, ich komme damit nicht klar. Es gibt einfach zu viele Booster. Beziehungsweise zu der Zeitpunkt gab es ja noch viel mehr Booster. Das ist ja grausam. Master Skald. 5 Mana 4-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Kreatur aus dem Friedhof. Wenn wir das tun, bringen wir ein Artefakt oder Verzauberung aus dem Friedhof auf die Hand. Okay. Vengeful Reaper, ein Engel. 4 Mana 2-3, fliegend Death Touch. Eile mit Fortell. Ich mag das Artwork. Sehr coole Karte. Blood Sky Berserker, 2 Mana 1-1. Wenn man den zweiten Zauber in einem Zug spielt, legt man da 2/+1/+1 Mana drauf und der kriegt Menace. Stark. Battle of Frost and Fire. Fire and Ice hätten sie auch hinschreiben können. 5 Mana, die fügt 4 Schaden an jedem Nicht-Giant zu, Scry 3. Und immer wenn man einen Zauber diese Runde spielt, Mana kosten 5 oder höher, zieht man 2 Karten, wirft eine Karte ab. Sehr coole Karte. Stellar Ice Shaper. 3 Mana 2-4, 3 Mana tappen, man kreiert einen Icy Manolith, den man tappen kann für manolige Farbe. Oder für 8 Mana tappen kann man die obersten 4 Karten seines Decks angucken, eine Karte davon casten und die Mana-Kosten bezahlen, den Rest und das Deck legen. Nice. Struggle of Scamfer. 4 Mana Sorcery. Wir legen einen +1/+1 Mark auf eine Kreatur und sie fightet eine andere Kreatur mit Fortell. Vor allem wird das durch Fortell echt günstig. Und dann haben wir eine Werbekarte. Gut, soviel zu Kaltheim. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na Blackseed. Ciao, ciao.